wartet schon gespannt. Herzlich willkommen, Winfried Schneider. Er ist Architekt und ein Pionier, würde ich mal sagen, der Baubiologie. Er ist Begründer, Mitbegründer des Instituts für Baubiologie und Nachhaltigkeit. Und wer weiß besser als er, wie wichtig heutzutage die Baubiologie ist und welche Rolle sie spielt, wenn wir wirklich gesund bauen, leben und wohnen wollen. Bitte schön. Genau. Ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ja, schön, dass Sie da bleiben. Ja, waren ja jetzt interessante Themen auch über altersgerechtes Wohnen. Aber wir wollen ja nicht nur altersgerecht wohnen, sondern auch gesund wohnen. Und und das will ich Ihnen heute mal zeigen anhand von einigen Beispielen von gebauten baubiologischen Projekten und auf was man besonders beim baubiologischen Bauen achten soll. Ja, vielleicht noch einführend, was verstehen wir überhaupt unter Baubiologie? Baubiologie ist die Lehre von den ganzheitlichen Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Wohn- und Arbeitsumwelt. Und uns ist halt dieser Begriff ganzheitlich besonders wichtig, weil ja, der eine plant altersgerecht, der andere vielleicht gesund, der andere vielleicht besonders nachhaltig oder ökologisch und andere wieder achten vor allem auf die Gestaltung. Und ganzheitlich ist eigentlich ein Gebäude oder eine Wohnung oder ein Raum und so weiter erst. Oh. Lassen Sie Ihre Tasche. Mal kurz unterbrechen. Melden Sie verdächtige Gegenstände dem Sicherheitsdienst oder den nächsten Informationscounter. Danke. So, auch danke. Ja, ganz. Do not leave your bags or luggage unattended. Report suspicious objects to the security guards or to the information counter nearby. Thank you. So, thank you. Ganzheitlich ist ein Gebäude halt erst, wenn man wirklich auf alle Aspekte berücksichtigt. Und ich habe Ihnen das mal so ein bisschen zusammengestellt. Also Beispiele kommen gleich. Also unter nachhaltig versteht man ja das Zusammenspiel aus ökologisch, ökonomisch und sozial. Und man sollte eben beim Bauen beachten, dass man energiesparend baut, erneuerbare Energien nutzt, dass die Baustoffe zu keinen Umweltproblemen führen und überhaupt die Bauweise, dass die Baustoffe bevorzugt aus der Region sind und so weiter. Und wenn es ums gesunde Bauen geht, natürlich möchten wir alle erstmal ein schönes, angenehmes, wohltuendes und gesundes Raumklima. Und das können Sie ja vielleicht hier auf der Messe schon ganz gut nachvollziehen. Es ist jetzt vielleicht nicht so angenehm. Es zieht ein bisschen. Die Luft fühlt sich ein bisschen trocken an. Es riecht ein bisschen nach Kunststoff und so weiter. Das möchten wir vielleicht in den eigenen vier Wänden oder am Arbeitsplatz nicht. Und natürlich sollte man auch schauen, dass man keinen Schimmel hat, keine Staubprobleme und so weiter. Es gibt in sehr vielen, vor allem älteren Gebäuden, Schimmelprobleme, die den Leuten oft gar nicht so bewusst sind, wie sich das auf die Gesundheit auswirkt. Wir achten auch darauf, dass man elektromagnetische Felder, Funkquellen reduziert. Lärm, Schallschutz ist wichtig und ja, die Qualität von Luft, Licht und Trinkwasser. Und wenn es um Gestaltung geht, gibt es verschiedene Modelle, dass man sich gut an der Natur orientieren kann. Vielleicht haben Sie schon mal was gehört von goldener Schnitt, den man wiederfindet in vielen Blättern, in vielen Blüten und so weiter. Dann am Menschen orientierte Maße, Proportionen und Formen. Was ein relativ neuer Zweig ist, den man auch studieren kann an verschiedenen Hochschulen, ist die Architekturpsychologie. Da werden diese ganzen Dinge ganz gut zusammengefasst. Und natürlich wieder Licht-, Beleuchtungs- und Farbverhältnisse. Ja, jetzt haben Sie schon gesehen, das ist eine ganz schöne Bandbreite. Das kann man eigentlich als einzelne Person, als Architekt oder Handwerker und so weiter gar nicht alles wissen und gar nicht alles verfolgen. Und bei uns gibt es halt in ganz Deutschland verteilt, zum Teil auch im Ausland, baubiologische Beratungsstellen. Das sind Architekten und Ingenieure, Handwerker, Baustoffverkäufer und so weiter, die sich da zusammengetan haben und in einem Netzwerk zusammenarbeiten. Das heißt, wenn der eine nicht weiter weiß, dann kommt eben der andere dazu und dann kann man sich gegenseitig fragen und unterstützen.
So, dann will ich Ihnen einfach mal ein paar Projekte zeigen, damit Sie sich so ein bisschen vorstellen können, wie sowas dann in der Realität ausschauen kann. Und es gibt ja übrigens auch hier in diesem Gemeinschaftsstand Fokus gesund bauen einige recht gute Hersteller von Gebäuden. Also sehen Sie ja rundherum. Ich will jetzt keine Namen hier nennen, weil es sind ja alle gut. Da können Sie sich auch schon ganz gut orientieren. Und ansonsten will ich Ihnen mal ein paar Projekte zeigen. Also das ist jetzt hier zum Beispiel ein Haus in Oberbayern auch, wo, also ich bin ja auch Architekt, zusammen mit meiner Frau haben wir das mal geplant und der Bauherrenwunsch war halt natürlich baubiologisch und in dem Fall aber auch ganz klar, sie wollen ein Massivhaus, also kein Holzhaus und es soll möglichst flexibler Grundriss sein, es soll hell sein. Und dann achtet man halt auf bestimmte Dinge, wo man sonst vielleicht nicht so drauf achtet. Also zum Beispiel auf abgeschirmte Elektroinstallation, auf besonders gute Beleuchtung. Sie kennen vielleicht alle die Energiesparlampen, die jetzt so nach und nach aus dem Markt und aus den Häusern wieder verschwinden, weil die Lichtqualität einfach so schlecht ist. Und es gibt natürlich auch gute Beleuchtung, da muss man natürlich ein bisschen Ahnung haben, auf was kommt es da an. In dem Fall wird Regenwasser genutzt für Garten- und Toilettenspülung. Natürliche Materialien wie Ziegel, mineralischer Putz, mineralische Farben, innen dann Lehmputz. Da gibt es ja, glaube ich, hier auch einen Stand. Ja, da drüben, wo Sie sich da informieren können, was es da alles gibt rund um den Lehmbau. Ziegeldecken in dem Fall. Normalerweise wird ja Stahlbetondecke realisiert, hat einige Nachteile aus baubiologischer Sicht. Dämmmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen. Fenster aus Vollholz in dem Fall sogar noch. Ist inzwischen ganz schwierig, da überhaupt noch Schreiner zu finden, die sowas können. Und also was vielleicht auch eine interessante ist in dem Haus, sie ist eine Allergikerin, die Bauherrin. Also sie hat Riesenprobleme mit Staub, Milben und so weiter. Und die wollten dann eine sogenannte Staubsaugeranlage. Weiß nicht, ob Sie wissen, was das ist. Man verlegt dann in den Wänden so Schläuche. Und man hat dann so eine Art Steckdose, da kann man dann den Staubsauger anschließen. Und dann wird es praktisch sofort weggesaugt. Und das hat natürlich einige hygienische Vorteile. Ja, das ist ein anderes Projekt, in Holzkirchen steht es, auch von uns. Da war jetzt zum Beispiel ein Bauherr, der hat sofort gesagt, er will ein Holzmassivhaus. Also es muss ein Holzmassivhaus sein. Zeige ich Ihnen gleich anhand von ein paar Beispielen, anhand von ein paar Bildern, wie das aussieht. Und es soll auch besonders energiesparend sein, also in Richtung Plus-Energie, Passivhausbauweise. Und hier mit Keller dann, also wir dämmen es dann nicht mit Polystyrol, also nicht mit Kunststoff, sondern mit Schaumglas. Das ist ein porosierter Stein aus Glas letztendlich mit vielen Lufteinschlüssen. Der dämmt genauso gut und ist eigentlich unkaputtbar. Gibt es auch und lässt sich halt problemlos entsorgen. Ja, da gibt es dann keine Probleme mit der Entsorgung oder wenn man das verbrennt und so weiter, dass mal Schadstoffe entstehen. Das ist hier nicht der Fall. Und ja, im Prinzip komplett Holzmassivbauweise, einschließlich Decken und Dach. Und so sieht es aus. Also es sind so fertige Wandelemente, die mit Buchenholzdübel in dem Fall zusammengehalten werden. Also da wird nichts geklebt oder geschraubt. Das ist alles komplett Vollholz. Gibt es in verschiedenen Dicken zwischen 14 und 40 Zentimeter. Ist man da völlig flexibel. Und die werden dann da mit dem Kran eingehoben. Also hier sieht man schon die Ziegeldecke auch. Und da werden die verschiedenen Elemente, die vorgefertigten, zusammengesteckt. Und macht ein wunderbares Raumklima. Sie wissen selber, Holz kann wahnsinnig viel Feuchtigkeit aufnehmen, puffern, wieder abgeben, riecht gut, gibt keine Schadstoffe ab und so weiter.
Und die Bauherren, die haben ja am Anfang gesagt, sie haben zwei linke Hände, sie können keine Eigenleistung erbringen und wollen das auch gar nicht so unbedingt. Aber wir haben sie dann doch überredet, ein bisschen was mit dem Lehmbauer zu machen. Da ist zum Beispiel so eine Sonne entstanden an der Wand oder für eine Leuchte so eine Lehmkunst, kann man schon sagen. Oder auch was ganz Großes im Treppenhaus für eine Leuchte. Also es ist in Zusammenarbeit mit den Bauherren entstanden. Und das finde ich auch immer sehr wichtig, dass der Bauherr ein bisschen was mitmacht. Weil dann kann er sich einfach besser identifizieren mit seinem Gebäude und sind auch immer mit viel Spaß dabei und baut man auch eine Beziehung auf mit den Handwerkern und so weiter. Also es ist eigentlich eine recht schöne Sache. Ja, ein ganz anderes Projekt in Darmstadt ist schon vor über 10 Jahren entstanden. Sind wir wieder vielleicht beim Thema altersgerechtes Bauen. Da haben sich ich weiß nicht mehr genau wie viel, also Sie sehen es ja, so gut 10 ältere Herrschaften zusammengetan, haben für einen symbolischen Preis von 1 Euro so ein altes Fachwerkhaus gebaut. Also da sieht man, wie das hier so ungefähr ausgesehen hat. Also sowas gibt es jetzt vielleicht nicht mehr mit dem Immobilienhype für 1 Euro, aber vielleicht doch. Und haben das dann zusammen mit einem baubiologischen Architekten mit wahnsinnig viel Eigenleistung in 1-2 Jahren saniert. Und ich finde das eine ganz tolle Sache, also baubiologisch auch saniert, mit Kalkputzen und Holztreppe und Holzfenster und so weiter. Energetisches, also ein gutes Energiekonzept auch. Und haben dann da noch so 2 Nebengebäude. Das eine wird als Gästewohnung genutzt, wenn halt, sagen wir, die Enkel kommen oder die Kinder kommen oder so. Oder anderer Besuch kommt. Und ein Gebäude ist halt noch, um sich selber mal einfach treffen zu können, zusammen Kaffee trinken zu können und so weiter. Also ich finde das super, weil da haben einfach Menschen, sage jetzt mal so, ihre eigene Lebenssituation selbst in die Hand genommen und eben nicht gewartet, bis jemand anders für sie entscheidet. Das habe ich vorher gerade so rausgehört aus dem vorigen Vortrag. Und es gehört letztendlich auch zur Baubiologie, dass man halt selbstbestimmt und schön und gesund lebt. Ja, das sieht man so ein bisschen. Das sind zum Beispiel so Wickeldecken. Also werden so Lehmwickel gemacht. Die werden dann in die Decken so reingebracht. Also alles in Eigenleistung. Das bringt halt Masse und Luftschallschutz und ist auch gut fürs Raumklima letztendlich. Das sind diese 2 Nebengebäude, von denen ich gesprochen habe. Das sind hier Silikatfarben. Die Fenster konnten weitgehend saniert werden. Ja, wenn gebaut wird, dann schaut es natürlich erst einmal ein bisschen entmutigend aus, aber man kann alles schaffen. So, ja. Noch ein Beispiel, also es muss nicht nur immer nur ein Einfamilienhaus sein, man kann auch so ein Stadthaus, so ein stattliches Stadthaus, wie es in vielen Städten gibt, in dem Fall in Nürnberg, von der Umweltbank Nürnberg, auch nach baubiologischen Kriterien sanieren. Es wiederholt sich dann in gewisser Weise, ja, es wird halt Energie gespart, was in dem Fall vielleicht auch interessant ist, wird auch ganz, also auch beim Betrieb von einem Gebäude darauf geachtet, dass man Energie spart. Da wird der Strom erfasst, die Fernwärme erfasst, der Wasserverbrauch erfasst, das Büromaterial auch erfasst. Es gibt übrigens auch ökologisches Büromaterial. Ja. Auf sowas kann man auch achten oder auch Putzmittel und so weiter. Also das hört eigentlich nicht auf, wenn ein Gebäude fertig ist. Und da haben wir noch ein anderes Beispiel, nämlich eine Schule. Ich habe gerade vorher bei uns am Stand, der ist übrigens da hinterm Bio-Bauportal, ist unser Stand, habe ich gerade ein interessantes Gespräch gehabt, weil halt eine Mutter da war von Kindern, die ihre Kinder gerade im Kindergarten hat und da würden so Allergien auftreten und so weiter und ob wir da nicht mal messen können, was da los ist. Und wir wissen aus Erfahrung, dass in Kindergärten und Schulen oft einiges geboten ist an Schadstoffen. Ja, das sind, sage jetzt mal, PVC-Böden und irgendwelche Lacke und Kleber und dann wird schlecht gelüftet oder auch zu viel geheizt und
alle möglichen Schadstoffe, auch im Staub und so weiter. Und umso wichtiger finde ich es, dass man gerade auch an Schulen und Kindergärten auf baubiologische Aspekte achtet. Und da gibt es den Architekten Ronacher in Österreich, der macht so ziemlich viel größere Projekte in Holzbauweise, Schulen, Kindergärten, Hotels auch, natürlich auch Einfamilienhäuser, Büros und so weiter und achtet auf diese ganzen Aspekte. So, ja, und auch sowas ist möglich, also jetzt nicht nur normale Einfamilienhäuser, auch mal zum Beispiel so, in dem Fall war das ein Speicher, ein ungenutzter. Und da gäbe es wahrscheinlich noch einige in München und in anderen Städten. Speicher zum Beispiel, die man ausbauen kann, sanieren kann. Oder eben auch die Möglichkeit aufzustocken auf bestehende Gebäude. Und es hat ja auch immer so einen besonderen Reiz, so das Alte und das Neue dann beides praktisch unterzubringen und ja, letztendlich ergibt es dann so eine besondere Atmosphäre, in dem Fall dann mit baubiologischen Baustoffen, die es reizvoll macht, so zu wohnen. Ja, Sie wollen wahrscheinlich auch wissen, ist das alles bezahlbar? Das ist dann eine häufige Frage, wenn es ums baubiologische Bauen geht. Die Antwort ist nicht so ganz einfach, ja oder nein. Man muss da vielleicht ein bisschen ausholen. Also grundsätzlich ist es schon so, dass das baubiologische konsequente Bauen ein bisschen teurer ist. Ja? Also so, es kommt ein bisschen darauf an, ob man einfach baut. Also eigentlich ist die Baubiologie einfach, weil wir wollen einfach mit einfachen, ehrlichen, natürlichen Baustoffen bauen, wie Lehm, Holz, Strohdämmung zum Beispiel, Flachsdämmung, Kalk und so weiter. Also kann man sehr schöne Häuser kreieren und die funktionieren auch. Sie wissen ja selber, es gibt Holzhäuser, die schon hunderte Jahre stehen und immer noch gut funktionieren. Oder auch massive Gebäude natürlich. Aber es ist in der Realität ist es natürlich so, dass es zum Teil ein bisschen aufwendiger ist von den Handwerkern her oder von den Baustoffkosten her. Und wir sagen so, wenn es einfach gebaut ist, kostet es ungefähr 5% mehr. Und wenn es eher so in Richtung Luxus geht, dann wird es ein bisschen teurer, dann sind es vielleicht 15% mehr. Es liegt einfach daran, dass jetzt zum Beispiel so ein ganz toller Vollholzparkett und so weiter ist natürlich teurer wie ein Laminat, das allerdings dann nach 10 oder 20 Jahren auch wieder kaputt ist und entsorgt werden muss. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt auch in der Baubiologie, dass wir nicht so kurzfristig denken, so, ja, das ist jetzt im Moment billig und die Folge nach mir die Sintflut so ungefähr, also dass dann später dann teuer wird, ein Haus zu heizen oder eben ständig irgendwelche Baustoffe wieder zu oder auch Möbel wieder zu entsorgen und neu zu kaufen, sondern dass man immer auf Qualität achtet und auf Langlebigkeit. Und wer baubiologisch baut, der bleibt ja A, gesünder und hat B, dann auch ein qualitätsvolleres Haus, das sich nach erfahrungsgemäß 10, 15 Jahren schon die Mehrkosten eben amortisiert haben. Ja, natürlich gibt es immer beim Bauen so ein paar Punkte, die man so beachten kann, um Geld zu sparen. Ein wichtiger Punkt ist übrigens auch gemeinschaftliches Bauen. Ich habe Ihnen ja gerade das Beispiel gezeigt mit den älteren Herrschaften in Darmstadt, die sich dieses Haus da gemeinsam saniert haben. Wenn man gemeinsam baut, also zusammen mit Freunden, mit Verwandten und so weiter, dann kann man natürlich eine Menge Geld sparen, weil es ist immer billiger, wenn man ein bisschen größer baut und man kann zum Beispiel bestimmte Dinge dann gemeinsam nutzen, wie zum Beispiel einen Hobbykeller oder vielleicht auch mal ein bisschen Luxus, so eine kleine Sauna oder so, dann eben Gemeinschaftsräume oder ein Gästezimmer vielleicht und so weiter. Und in die Richtung, da wird oft viel zu wenig nachgedacht. Ja gut, dann natürlich so Sachen wie Eigenleistung, Wohnflächenstatik, Konstruktion. Also das sind jetzt nicht unbedingt baubiologische Einsparungsmöglichkeiten, aber die kann man auf jeden Fall nutzen, um sich dann auch wirklich ein gutes baubiologisches Haus leisten zu können. Jetzt zeige ich Ihnen am Schluss noch unser Institutsgebäude, ein paar Bilder. Also wir haben vor 2 Jahren neu gebaut in Rosenheim
Und wenn Sie möchten, können Sie uns auch gern mal besuchen dort. Und das sind so die wichtigsten Kriterien, auf die wir so geachtet haben. Also das waren Bestandsgebäude aus den 50er Jahren, erdgeschossig, mal als Konsum gebaut worden, also als kleiner Lebensmittelladen. Und das haben wir erworben und saniert, das Gebäude, und mit in Holzbauweise dann aufgestockt. Und natürlich nachwachsende mineralische Baustoffe. Das Ganze ist ein Plus-Energiehaus. Das heißt, wir produzieren mit Photovoltaik mehr Energie, als wir verbrauchen. Also das Ganze ist mit Pelletofen. Wir verbrauchen so 1,5 Kubikmeter Pellets für das Gebäude im Jahr. Das ist also fast nichts. Und produzieren halt 7500 Kilowattstunden Strom. Wir nutzen auch Regenwasser. Bestmögliche Reduzierung von Elektrosmog, das heißt, wir haben halt abgeschirmte Kabel. Wir nutzen nicht WLAN, sondern Netzwerkkabel für die Computer. Und ja, ist natürlich dann einfach für die Büroarbeitsplätze einfach ein Vorteil, wenn man nicht in einem riesen Elektrosmog-Problem, also nicht umgeben ist von lauter Elektrosmog. Ja, wir haben viel Licht, also Sie sehen schon viele Fenster, es ist alles schön hell. Wir brauchen kaum künstliche Beleuchtung, und wenn wir künstliche Beleuchtung haben, dann haben wir überwiegend auf LED-Lampen gesetzt. Da gibt es allerdings große Qualitätsunterschiede, aber wir haben in der Baubiologie Experten, die das dann messen können und schauen können, welches Licht flimmert nicht und welches Licht bietet das beste Lichtspektrum. Ja, zeige ich Ihnen noch ein paar Bilder. Also so sieht es aus. Das ist unser Eingang. Das ist unser Treppenhaus. Das wurde dann hier angebaut. Also wie gesagt, Erdgeschoss, das war Bestand. Das haben wir dann gedämmt mit Holzweichfaserplatten und Holzfasereinblasdämmung. Das Ganze wird dann verputzt mit Silikatputz und mit Mineralputz und Silikatfarben gestrichen. Oben in Holzbauweise dann. Das ist unser Besprechungsraum. Also wenn Sie uns besuchen, dann können Sie sich das anschauen, vielleicht mal ein Buch ausleihen. Da haben wir hier so ein bisschen Literatur, ein paar Baustoffe zu zeigen. Und ja, so sieht es oben aus im Büro. Macht wirklich Spaß, da zu arbeiten. Und ja, und wenn Sie sich interessieren, was alles so berücksichtigt werden soll im Rahmen der Ganzheitlichkeit, da haben wir einen Flyer, den bekommen Sie bei uns am Stand, also wie gesagt hinter dem Biobauportal, und da finden Sie die 25 Grundregeln da drin und noch ein paar andere Informationen, und können sich gerne an unserem Stand dann einen Flyer abholen, und wir geben auch eine Zeitschrift raus, der heißt Wohnung Gesundheit, und das sind viele weitere Projekte, finden Sie da drin, und interessante Artikel von erfahrenen Baubiologen. Und wenn Sie wollen, können Sie sich auch ein Probeheft mitnehmen. Ja, ein bisschen Eigenwerbung darf auch sein. Und soweit ich weiß, bin ich dann schon am Ende meines Vortrags. Vielen Dank. Ja.